Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Von mir kam jetzt längere Zeit kein Video. Ich habe auch gerade schon einen Haul abgedreht, der wird wahrscheinlich aber erst nach diesem Video hier online kommen. Denn bei mir ist eine Box angekommen. Eine Box, die ich zum ersten Mal habe, denn ich habe die Glossy Box gekündigt. Es kommt nochmal eine Glossy Box jetzt nach, also die Dezemberbox kommt jetzt nochmal, aber in letzter Zeit hat sie mich einfach überhaupt nicht mehr gecatcht. Ja, es war einfach, ja, schön, dass sie da ist. Ich habe mich nicht drüber gefreut, sagen wir es mal so. Und wenn ich so eine Box habe, möchte ich mich drüber freuen. Und ja, ich habe eine andere Box gefunden. Die wird ja auch von einigen sehr, 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 sehr gerne gemocht. Und ihr wisst mit Sicherheit schon, um welche Box das es geht, denn ich habe sie in den Titel reingeschrieben. Und ja, es ist die My Little Box und ich habe das Paket heute aufgemacht und es ist einfach nur wunderschön, was man da aufmacht. Und zwar ist es diese wunderschöne Box hier. Ja, so sieht es aus. Sieht aus wie auf einem Dorfplatz, Marktplatz, sage ich jetzt mal, wenn man das hier so anschaut. Hier vorne ist ein Tannenbaum, da spielen Kinder, bauen einen Schneemann, spielen mit dem Schnee. Und hier steht auch hinten drauf: mit dieser Box unterstützen wir ein Herz für Kinder. Und ja, hier vorne ist eine schöne Schleife. Also die Box ist schon mal der Hingucker schlechthin. Also muss man jetzt mal so sagen, da kann sich Glossy Box ja doch schon eine Scheibe von abschneiden, finde ich. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal auf. Und das sieht so aus. Und ich habe auch schon gehört oder gesehen bei einigen Unboxings, dass immer so eine Karte dabei ist, was ich echt cool finde, weil die ist echt hochwertig und die kann man schön wirklich in den Bilderrahmen reintun. Gefällt mir auf jeden Fall mal schon mal richtig, richtig gut. Ja, dann ist hier ein Kärtchen dabei. Ich glaube, da stehen die Preise und die, ja, da stehen die Preise drauf. Das legen wir mal zur Seite. Dann ist hier dieses Heftchen dabei, My Little Miracles. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Ja. Okay, also hier steht irgendwas von Tag 1. Das muss ich mir auf jeden Fall mal genauer durchlesen. Sehr interessant. Ja, und dann sieht das Ganze hier so aus. Und ich würde sagen, ziehen jetzt mal das hier raus und das sieht nach einem Waschlappen aus. Ja, es ist ein Waschlappen mit einem Elefanten drauf. Hinten hat er so einen, ja, normalen Baumwollstoff. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Und der ist von Rituals. Hier steht irgendwas von Babys mit drauf, also dass es für Babys geeignet ist. Okay. Dann haben wir hier so ein kleines Päckchen und hier steht Wintermärchenkerze drauf. Wenn die Kälte an die Fenster klopft, holst du ein Märchenbuch aus Kindertagen hervor und genießt das beruhigende Flackern einer Kerze, die pure Behaglichkeit und Nostalgie verströmt. Ja. Machen wir jetzt mal hier auf. Die Kerze hier kommt in so einer kleinen Blechdose. Steht auch nochmal My Little Box drauf und hier ist ein richtig süßes Wintermotiv drauf. Echt schön gemacht und sie duftet auch. Sie riecht sehr, sehr angenehm. Ja, leicht parfümig, was heißt leicht, doch schon sehr parfümig. Bin ich mal gespannt, wie sich die so angezündet macht. Ja, dann kommen wir hier zu so einer kleinen Schachtel, die wie ein Haus aussieht. Die Silberreifen der Froschprinzessin. Im Körper eines Frosches gefangen, versucht Sarvena Liakuka, ich glaube, ich habe es nicht richtig ausgesprochen, ihre menschliche Gestalt zurückzugewinnen. Nach 3 bestandenen Prüfungen verwandelt sie sich in eine Frau zurück und begeistert das Publikum am Hof. Wenn sie ihre Handgelenke schüttelt, sind alle Gäste verzaubert. Wir sagen nicht, dass diese Armbänder magisch sind, aber ihre Wirkung könnte ähnlich ausfallen. Okay, da könnten Armbänder drin sein. Das ist echt süß. Also, ihr zieht hier unten einmal an der Schleife und dann kommen hier wirklich 2 Armreifen raus.
und die sind richtig süß. Also echt schön gemacht. So sieht das Ganze dann am Handgelenk aus. Gefällt mir echt gut. Die Steine sind auch sehr, sehr schön. Das ist so ein leichtes Lila mit noch so einem dunkleren Lila. So, ja, das, was sich durchmarmoriert. Richtig, richtig schön. Ich finde es auch zeitlos und vor allen Dingen kann das, glaube ich, fast jeder tragen. Und Silber, finde ich, geht immer. Ich trage gerne Silber. Gefällt mir richtig gut. Ja. Dann kommen wir zu diesem Samtsäckchen hier. Also das ist so ein richtig schönes Samtsäckchen. My Little Box X Rituals. Hier sind, glaube ich, 3 Produkte drin. Und als erstes ziehe ich hier raus Rituals. Tiny Rituals for Baby. Okay. Hier steht drauf, dass es für Babys ist. Baby Room and Linen Mist. Okay. So sieht das übrigens hier aus. Ich spüre das jetzt mal auf diesen Handtuch hier. Oder Waschlappen. Also ich hätte es... Also ich würde jetzt... Ich weiß nicht. Also es ist ein sehr parfümiger Duft. Ob ich den jetzt für Babys gut finden würde, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, damit kann man ein schönes Bett immer einsprühen abends. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Auch wieder für Babys. Milk and Soothing Body Lotion. Rice Milk and Sweet Almond Oil. Das sieht so aus. Steht denn hier hinten drauf, pflegende und milde Körperlotion, die speziell für die empfindliche Babyhaut entwickelt wurde. Süßes Mandelöl und pflegende Reismilch sorgen für eine besonders milde und sanfte Pflege. Also scheint Rituals wirklich eine Babyreihe zu haben. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber vielleicht ist die auch neu. Wisst ihr das? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann haben wir hier einen Aufkleber drin, ein Herz für Kinder. Und ich denke, deswegen ist es auch diese Babyreihe geworden von Rituals, weil es so eine Herz für Kinder Box ist. Und wir kommen zum letzten Produkt und das ist auch aus dieser Reihe und das ist ein Haar- und Body Wash. Ultra milde Pflege für Babyhaut und Haar, mild zu den Augen und brennt nicht. Und lässt sich leicht ausspülen. Ja, sieht so aus. Das schnuppern wir mal dran. Ja, hat den gleichen Duft wie das Spray hier. Da muss ich echt sagen, es ist schon sehr, sehr, sehr parfümig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich solche parfümigen Produkte für Babys verwenden würde. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr die Produkte kennt und ihr schon mal dran geschnuppert habt oder ihr habt die Box auch, schreibt mir doch eure Meinung dazu in die Infobox, in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr dazu steht. Vielleicht habt ihr ja Kinder, vielleicht habt ihr schon Babys. Dann könnt ihr eher sagen, ob ihr sowas verwenden würdet oder nicht. Also ich denke, ich würde es nicht verwenden, aber für mich finde ich das eigentlich optimal. Das war dann auch der Boxeninhalt meiner ersten My Little Box. Und ich muss echt sagen, ich finde es echt cool und die Armbänder gefallen mir auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Also sowas habe ich irgendwie vermisst in der Glossy Box, einfach überrascht zu werden. Oder diese süße Waschlappen, der passt natürlich auch zu diesem Babythema voll gut dazu. Und ja, jetzt riecht es langsam so richtig schön. Also wenn der Duft so ein bisschen verflogen ist, toller Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich finde den Elefanten auch so süß. Ja.
Schluss jetzt damit mit der Schwärmerei für den Elefanten. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video und ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!